Oh, grüß Gott und hallo, meine lieben Freunde. Heute im Swamp Park von Römerdorf in Leibnitz. Lieber Rainer, was du kannst, kann ich auch. Ich mache das mit dem Crawler. So, wollen wir mal die Steigfähigkeit des Jägermeisters testen. Also, ich glaube, da geht was.
Und da drüben fährt der Jack Daniels auf der anderen Seite. Mit der Schatze. Feiner da, schaut in die Mitte. Schaut, komm einer da in die Mitte. Halleluja! Was hat der Christian dazu gesagt? Er hat gesagt, ist ja ein Wurscht. Er lässt sich nicht vorschreiben, mit wem er Kontakt hat und wen nicht. Ich sage, mich interessiert das überhaupt nicht. Interessiert ihn gar nicht. Hase, tun wir mal kurz tauschen? Ja, ja, das wissen wir eh. Das wissen wir eh, Schatze. So, beide vereint, also heute fahren beide, bitte. Das ist mal was ganz was Seltenes, weil mit zwei kann ich alleine nicht gut fahren. Aber heute ist Schatze mit dem zweiten unterwegs. So, jetzt einmal kurz wechseln, Auto wechseln. So, jetzt muss ich mich natürlich wieder umgewöhnen. Und jetzt muss ich den wieder auf Speed drehen. Den habe ich um 50% leistungsreduziert. Das ist erstes schwieriges Hindernis. Ja, sehr gut. Sehr gut, Hasi. Doch, du musst halt nicht mehr in Fahrtrichtung denken, wie wenn du selber drinnen sitzen bist. Sitzt aber nicht selber drinnen. Ja. Schau, das müsst du gar nicht sehen. Na, fahr du nur weiter. Aber ich muss mich heute halt jetzt erst umstellen, dass ich jetzt mit einem anderen Auto fahre. Ne? Heute mal auf dein Auto schauen und mit meinem fahren. Geht überhaupt nicht. Ah, warte ein bisschen. So, nachdem wir das früher mit dem Jägermaster gemacht haben, mit den Rockcrawlers, machen wir das jetzt mit den Pitbulls. Bitte schaut euch das an. Schaut euch das an. Nicht einmal ein Zucken kommt hier raus. Thank you.
Wow, das ist eine wirkliche Wand. Also da, da hat sich der Jägermeister schon ein bisschen geschunden mit den Reifen. Das probieren wir jetzt da mit dem Proline Herox SS. Also bitte ohne Worte. Ohne Worte. Top. Wahnsinn! Ich muss einmal kurz zum Schatzi umblenden. Aufpassen, da kannst du immer fahren, da von oben, da aber langsam. Komm rauf da. Komm her, probier, das ist kein Problem. Na, da kannst du fahren. Komm her da. Komm rauf da, das ist kein Problem. Aber du musst raufkommen da, damit du das Auto siehst, dann kannst du da rüber fahren. Siehst du, jetzt müsst ihr zum Beispiel die Sperren einschalten, ne? Ja, jetzt hast du den linken und den rechten Sperrenknopf einschalten, alle zwei, das blau leuchten. Ja. Und jetzt musst du auch nur ganz wenig Gas geben. Wirklich nur ganz wenig Gas geben, wenn du bei der Kante bist. Gerade so viel vorne, bis zur Kante kannst du schon wirklich zubefahren. Und immer gerade runterfahren, wenn es geht. Jawohl. Du hast deinen Finger ganz ruhig halten. Jawohl, ganz ruhig, ganz langsam. Er fährt nur so schnell, wie du am Finger drückst, Schatze. Er wird nicht schneller. Auch nicht langsamer. Das ist der Unterschied zwischen dem Rockcrawler und Pitbull Rockcrawler und dem Proline Herox. Und jetzt gibt er das aber auch. Jetzt gibt er das einmal, wenn ich da oben fahre mit dem. Der rutscht einfach nicht. Und das hat jetzt aber mit dem Fahren keiner nichts zu tun. Das ist nur der Grip, was die Reifen haben. Ne? Bitte, freies Fahren, Schatzi. Du machst es super. Perfekt. Willst du auch probieren da? Lass ihn nur weiter drehen. Du musst nur, sobald er halt mit der Vorderachse drüber oben ist, einfach wieder vom Gas runtergehen. Das heißt, weißt du, wenn die Reifen ein bisschen schmutzig sind, dann reinigen sie sich durchs Rutschen. Ja. Und dann hat er wieder Top Grip. Aber du machst das echt gut, Puppi. Echt? Da ist nämlich am steilsten überhaupt. Ist jetzt alleinig von der Asphalttemperatur abhängig, ob du jetzt mehr oder weniger Grip hast, gell? Also wenn du in der Schatzseite fährst, natürlich hast du wesentlich weniger.
Und natürlich, wenn du bei sowas bergab fährst, auch immer die Sperren einschalten, gell? Und das ist halt echt das Faszinierende. Fahr nur! Nicht zu narrisch Gas geben anfangen. Du einfach ein bisschen hin und her lenken immer. Du glaubst gar nicht, was du mit Lenken ausrichten magst. Na, siehst du, der biegt in der Wand drinnen, gell? Geht eh! Ich geht eh! Super Schatze! Da siehst du, ich kann da stehen bleiben, ich gehe vom Gas runter, der bleibt da einfach stehen. Ne? Und wenn ich wieder losfahre, fahre ich wieder los und der fährt auch. Da hätte ich dabei wieder gar keine Sperre eingeschalten, bitte gar schön. Der fährt da so auf, das glaube ich nicht. Und so wie ich halt den Christian sein abbauen, wie der da ist, weil da ist er top glücklich damit, das weiß ich, mit dem Vorder-Eberall, mit dem kann er Eberall fahren. Mit dem Reifensatz. Müsst mit denen wieder mal probieren da? Damit du den Unterschied merkst, fühlst. Das war jetzt bald wagemutig. Das Video musst du noch anschauen. Jetzt hat er sich schon eigentlich überschlagen gehabt nach vorn, gell? Der Jägermeister schaut schon geil aus, gell? Mit der Reifen-Föhn-Kombination. Ich kann leider die Reifen, was ich da drauf habe, auf die Föhn nicht aufmontieren. Das geht nicht. Das passt nicht. So, meine lieben Freunde, nachdem das heute Premiere war, mit Hasi am Steuer des Jägermeister. War richtig schön. Das war ihr erster
ihr erster Fahrtag, ihr erster Fahrschultag. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, brauche ich ja nicht viel lernen. Weil sie macht das recht gut. Halleluja, der fährt schräg lang, gell? Schatzi, du verblüffst mich von Minute zu Minute. Dafür gibt es eine Prachtbussi. So, liebe Freunde, Schluss für heute, weil wir tun jetzt privat fahren, frei fahren. Und das machen wir dann ohne Video. Tschüss, Baba!